Tag 2 startet. Wir machen uns direkt auf die Route Napoleon. Hatten jetzt ein sehr geiles Frühstück, frischen Orangensaft, leckere Eier und leckere Croissants natürlich. Und ja, Wetter, ihr seht, ist heute auf jeden Fall spitzenmäßig nochmal. Ist doch schon 12 Grad jetzt, also schon recht angenehm. Ich hoffe, das bleibt den ganzen Tag so. Und mal sehen, wie weit wir heute fahren. Wir werden es jetzt ein bisschen gemütlich angehen lassen. Weil ja morgen das Wetter eh dann so ein bisschen naja wird, von daher heute so viel wie möglich mitnehmen von der Route. Und ja, ich bin gespannt, wie es wird. Viel Spaß bei Tag 2. Unser Hotel befand sich in Le Boulou, wenige Kilometer südwestlich von Grenoble, wo wir unsere heutige Etappe starten. So richtig schön war es dort aber leider nicht. Wir hatten richtig Probleme, am Abend noch etwas zu essen zu bekommen und auch gemütlich irgendwo sitzen und den Abend bei einem leckeren Kaltgetränk ausklingen zu lassen, war kaum möglich. Am Ende landeten wir in einer Spielothek, weil das der einzige Ort war, wo man noch etwas bekommen hat. Ganz schräge Erfahrung. Aber geschlafen haben wir gut und wir haben richtig Bock. Und noch keine 5 Minuten unterwegs, geht's schon den ersten Pass hoch hier. Herrlich, Straße ist noch ein bisschen kalt, sind jetzt doch nur noch 7 Grad hier oben. Aber geiler Asphalt und die Aussicht ist einfach echt genial hier. Der erste Abschnitt führt uns über den Col Luthiel, welcher Uriage-les-Bas mit Sichelien im Remorchetal verbindet. Knappe 10 Kilometer geht es auf einer wunderbar asphaltierten Straße fast 900 Höhenmeter bergauf. Es wird spürbar kälter, die Luft ist frisch, aber es ist ein nahezu perfekter Einstieg in unseren Tag. Je höher man kommt, umso mehr offenbaren sich die schneebedeckten Gipfel, welche westlich liegen und wovon einige an der 3000 Meter Marke kratzen. Schnee. Sind jetzt auf 1111 Metern. Wir hatten die erste Schneebegegnung. Ich glaube, ich hoffe, wir sehen heute noch ein bisschen mehr. Die Gipfel hier sind auf jeden Fall noch richtig weiß, wenn man diese Bergketten reinschaut. Es wird auch kälter. Wir haben nur noch 4 Grad jetzt.
Sind jetzt nochmal ein Stück weiter so eine Straße hochgefahren. Eigentlich geht die Route ein bisschen anders. Wir fahren dann wieder runter. Hier sind nur noch 2 Grad. Ihr seht, es ist richtig kühl jetzt. Gut, wir sind auch noch früh am Morgen. Ist auch stellenweise so ein bisschen feucht auf der Straße noch. Und wir sind jetzt auf 1300 Metern gleich. Kurz vor der Passhöhe des Col Luthiel führt ein Abzweig noch weiter in die Höhe nach Charrouz, einem Skigebiet, welches bis auf 2250 Meter Höhe reicht. Hier oben hat man eine herrliche Aussicht auf das Isertal sowie die gegenüberliegenden Felswände der Chartreuse. Und diese Aussicht wollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen, zumal auch die Straße uns einfach zum Weiterfahren eingeladen hat. Zurück auf unserer geplanten Route. Das ist ein bisschen eine kleinere Straße und es ist einfach so schön hier. Wir haben jetzt auch Dienstag nach dem Ostermontag. Das heißt, heute werden die meisten oder ja, auf jeden Fall einige wieder arbeiten müssen. Heute wird es auf jeden Fall noch mal ein bisschen leerer auch sein und es ist boah, krass hier. Guckt euch die Aussicht an. So, wir sind wieder im Tal angelangt, ging die richtig kleine Straße jetzt runter. Leider hat meine GoPro gerade wieder den Geist aufgegeben und der Akku war leer. Aber jetzt hängt sie fest am Strom, sodass ich ein bisschen mehr aufnehmen kann. Wir fahren jetzt weiter, hier hinein. Thomas, hier geht's rein. In die nächste kleine Straße. Mal gucken, wo die uns hinführt. Was die Routenführung angeht, haben wir uns diesmal voll auf den Kurvenalgorithmus von Kalimoto verlassen. Wir haben die wichtigsten Orte der Route Napoleon am Abend vorher als Via-Punkte dem Ziel Cannet hinzugefügt und auf geht's. Deswegen werden die Kenner unter euch wahrscheinlich die eine oder andere Abweichung zur vermeintlich exakten Route feststellen. Falls wir also das eine oder andere verpasst haben sollten, ist das für uns kein Beinbruch. Zum einen gibt es in den Westalpen gefühlt keine falschen Routen und zum anderen ist das ein weiterer Grund, diese Gegend noch weitere Male zu bereisen. Boah, das ist schön hier. Hier in La Fraye liegt der Grand Lac de La Fraye, ein See eiszeitlichen Ursprungs, an dem sich auch eine Reiterstatue Napoleons befindet.
Aufgrund unserer recht kurzfristigen Planung haben wir diese allerdings dezent rechts liegen gelassen und sind über eine wunderschöne Hochebene weitergefahren in Richtung La Mure. Hammermäßig. Schaut euch das an, wie geil das hier aussieht. Wow. So, ihr seht, was hier abgeht. Da geht's jetzt hoch. Can you feel it in the air? The clouds are rolling in. It's a matter of time. Dark skies and howling winds. The sun is coming gone. What stands will surely fall. Chaos is coming, chaos is coming down, it's gonna rain. Ah, guck mal, die machen uns schön die Straßen sauber. So muss das sein. Sehr schön, sehr schön. Hätten wir schon ein bisschen eher anfangen können, dann wären wir hier schon auf sauberer Straße unterwegs. All things have a price. Some things you can't forgive. Board up every door. We won't outlast the storm. Ich muss sagen, ich fühle mich immer noch nicht so richtig 100% wohl bei den engen Kurven. So ganz drin jetzt in diesem Pässe fahren bin ich noch nicht. Da fehlt mir einfach noch, dadurch es noch recht früh im Jahr ist.
und man da nicht so richtig viel jetzt schneller Motorrad gefahren ist, ja, bin ich einfach noch so ein bisschen, so eine gewisse Unsicherheit springt immer noch mit. Deswegen mach mal schön vorsichtig hier, wobei der Asphalt langsam warm wird. Wir haben jetzt 13 Grad hier. Ist auch super angenehm rumzufahren. Aber es fehlt noch ein bisschen die Routine, die sich dann irgendwann wahrscheinlich später in der Tour oder die nächsten Wochen einstellt. Fahren weiter entlang am westlichen Zipfel der Alpen und des Flusses Le Drage. Die wunderbar asphaltierte Straße führt uns in langen, zügigen Kurven über eine malerische Hochebene mit Blick auf schneebedeckte Gebirgsketten und kleine Dörfer. Was auf der gesamten bisherigen Tour auffallend ist, ist, dass wir so gut wie allein unterwegs sind. Nur vereinzelt kommt uns ein Auto entgegen. Von anderen Motorrädern oder Fahrradfahrern ist so gut wie nichts zu sehen. Da stellt man sich schon die Frage, warum. Es mag vielleicht der Vorsaison geschuldet sein. An der Gegend kann es nicht liegen, denn die ist traumhaft schön. Also das ist hier gerade wieder so eine Stelle irgendwie, so eine Gegend, du kommst hier aus dem Staunen nicht raus. Es ist einfach, wo du hinguckst, sieht es einfach traumhaft aus, diese Berge hier ringsherum. Und du fährst durch dieses grüne Tal irgendwie so lang. Oh, herrlich, das ist so krass schön. Ich weiß, ich habe es bestimmt schon 10-mal gesagt, aber es ist einfach wirklich so. Das ist einfach, mir fehlen da richtig die Worte. Das ist so geil hier. Hier könnte man einfach richtig lange bleiben und rumfahren und sich mal hinsetzen und einfach so diese Blicke genießen. Wahnsinn.
Das ist auch was ich richtig cool finde hier. Diese Ampeln, die einem anzeigen, wie lange noch rot ist. Das verstehe ich auch nicht, dass es in Deutschland, dass es das nicht auch gibt. Weil du kannst dich halt echt cool darauf einstellen. Manchmal hat man so ein paar längere Baustellen, Abschnitte auch, wo man irgendwie so 3 Minuten steht und es wird dann halt einfach angezeigt, man weiß, was passiert, kann er mal irgendwie kurz ausmachen, irgendwas machen, also finde ich eine coole Sache, gibt's bei uns irgendwie nicht. I'm sure that the water won't mind if we rest here for the night and leave before sunrise. I'm sure that the water won't mind if we rest here for the night and leave before sunrise. Wild berries and cool water are our mouth's delight. We set a fire beneath the moon's light. No one else to disturb us, we enjoy the night and fall asleep warm, side by side. Up at dawn I can see your breath, the morning light warms our skin as we bathe in the riverside. The water's cold and it's dangerous, but it brings me life. So we stand to read tongues of green and white. I'm sure that the water won't mind if we rest here for the night and leave before sunrise. I'm sure that the current won't mind if we rest our bodies for the night and leave before sunrise. I'm sure that the water won't mind if we rest here for the night and leave before sunrise. I'm sure that the current won't mind if we rest our bodies for the night and leave before sunrise. I'm sure that the current won't mind if we rest here for the night and leave before sunrise. Wild berries and sweet kisses are our mouth's delight. We sit near the fire under the moon's light. No one else to disturb us, we enjoy the night. Fall asleep warm, side by side. Up at dawn I can see a breath of morning light. Warms our love as we bathe in the riverside. The water's cold and it's dangerous. Also das ist auch wieder hier einfach so eine Stelle. Also man kommt hier wirklich aus dem Staunen nicht raus. Hier sind alle 5 Minuten, könnte man eigentlich anhalten und wieder Drohnen fliegen und Bilder machen und einfach diese Momente aufsaugen. Das ist einfach so unfassbar geil hier, wie du an diesen Berg so nah vorbeifährst hier, so in diese Schlucht hinein. Hier unten ist irgendein Fluss. Mal sehen, ob wir da gleich noch näher rankommen. Aber das ist doch einfach krass. Also die Route Napoleon hat nicht diese krassen Pässe drin, wie die Route des Grandes Alpes, aber dafür einfach wunderschöne Naturmomente hier und unglaublich krasse Szenarien, die man hier so sieht. Das ist einfach, ja, irgendwie anders schön. I'm sure that the water won't mind if we rest here for the night and leave before sunrise. I'm sure that the current won't mind. Rest our bodies for the night and leave before sunrise. I'm sure that the water won't mind if we rest here for the night and leave before sunrise. I'm sure that the current won't mind if we rest our bodies for the night and leave before sunrise.
mit diesen Bildern aus der Schlucht du Filet de l'Azuluas, welche sich durch das Divului-Massiv schlängelt, endet auch schon der zweite Teil dieser Videoreihe. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und abonniere unbedingt den Kanal, damit du den nächsten Teil der Route Napoleon nicht verpasst. Wenn du Fragen zur Tour, Kritik oder Lob hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Ich versuche immer alles zu lesen und alle Fragen zu beantworten. Ich danke dir fürs Zuschauen und hoffe, dich inspiriert zu haben. Bis bald. Wir sehen uns im nächsten Video.